Hi zusammen, Asus PG258Q 240 Hz Monitor. Heute in dem Video möchte ich klären, ob es sich lohnt von 120 Hz bzw. 144 Hz auf 240 Hz zu wechseln oder eben die Anschaffung eines 240 Hz Monitors, wenn man noch einen 60 Hz Monitor besitzt. Als allererstes zu den zwei wichtigsten Sachen. Merkt man die 240 Hz, vorausgesetzt man kann die 240 Hz natürlich mit 240 stabilen Frames per Second füttern. Und hier kommen wir auch erstmal zu dem Thema, dass der Monitor sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richtet. Und zwar die Zielgruppe für den E-Sports-Bereich. Das heißt, Leute, die verrückt nach CS sind, verrückt nach Overwatch sind und vielleicht auch noch verrückt nach Quake sind. Denn hier hat der Monitor den größten Mehrwert. So, merkt man die 240 Hertz? Ja, man merkt die. Aber es hält sich sehr stark in Grenzen. Das heißt, wenn ihr euch schnell bewegt und nach dem Gegner sucht, dann werdet ihr keinen großen Unterschied feststellen. Wenn ihr euch auf ein Objekt fixiert im Spiel und etwas langsamer mit der Maus hin und her zieht, dann werdet ihr ein etwas geringeres Schlieren feststellen. Dazu ist aber erstmal wichtig zu sagen, während der ULMB-Funktion, also der Blur Reduction-Funktion, ist es so, dass das Bild an sich schärfer bleibt, aber eben zu Ghosting oder Crosstalk führt und auch die Helligkeit reduziert. So, zu den 240 Hertz. Also, wie ich gesagt habe, der Unterschied ist nicht groß und hier würde ich sagen, bietet es auch keinen großen Mehrwert. Die zweite wichtige Sache wäre der Input-Lag. Ich habe den Input-Lag getestet mit einem CRT-Monitor und zwischen den verschiedenen Herzbereichen und bei 144 Hertz bin ich auf einen Input-Lag von 16 Millisekunden gekommen. Und bei 240 Hertz zwischen 1 und 5 Millisekunden. Ich blende jetzt einfach mal die Bilder ein oder habe sie schon eingeblendet und hier kann man halt eben sehen, dass die 240 Hertz eben auf den Input-Lag Einfluss haben. So, jetzt würde man sagen, okay, 11 Millisekunden schneller, lohnt sich der Unterschied? Habe ich davon irgendeinen Vorteil? Leute, die jetzt irgendwelche Turnieren teilnehmen, ESL spielen, ESEA spielen und sich Counter-Strike mehr als vielleicht nur ein Hobby ist oder eben halt auch Overwatch oder Quake, für die könnte sich lohnen, aber die 11 Millisekunden, wie oft kommt es eben vor, dass man von den 11 Millisekunden Gebrauch machen kann. Das heißt, man vielleicht jede 10. oder jede 20. oder vielleicht auch jede 30. Runde kommt es eben dazu, dass man einen Gegner tötet, den man mit einem 144 Hertz Monitor vielleicht nicht bekommen hätte. Das ist eben halt auch wieder, es wird halt diese explizite Zielgruppe angesprochen. Aber um auch zu testen, ob der Input-Lag wirklich greift, habe ich mich an den Human Benchmark gesetzt und richtig viele Durchläufe durchgeführt, indem ich zwischen 60, 144 und 240 Hertz getestet habe, wie schnell mein Reaktionsverhalten ist. Und es ist tatsächlich so, dass ich auf 240 Hertz etwas geringer, schneller klicke als vorher. Zu der dritten Besonderheit vom Monitor ist es so, dass der Monitor ohne ULMB-Funktion schon sehr, sehr hell wird, ungefähr 470 Candela. Und während der ULMB-Funktion, wo viele andere Monitore sehr dunkel werden, kann der Monitor immer noch sehr, sehr hell gestellt werden. Im Vergleich zu meinem alten Asus mit 144 Hertz ist es so, dass der neue PG258Q heller ist als der alte Asus bei maximaler Helligkeit. Und wer jetzt sagt, ich liebe es auf ULMB zu zocken und habe es aber nie gemacht, weil die Helligkeit einfach viel zu gering ist, der könnte vielleicht auch einen Blick auf den Monitor werfen. Aber muss sich halt im Klaren sein, dass es halt immer noch ein TN-Panel ist und immer noch nur die Full-HD-Auflösung. Jeder hat so seine eigenen Präferenzen und man muss eben halt auch selber für sich entscheiden, ob diese 11 Millisekunden, 10, 11 Millisekunden einen Vorteil verschaffen oder eben nicht. So, ich möchte euch jetzt hier einmal für CSGO die wichtigsten Monitoreinstellungen schnell zeigen. Und zwar gehen wir hier einmal ins Menü, indem wir das Joypad drücken. Das Menü kann man sehr schnell durchlaufen. Und
Wir haben einmal hier den Blue Light Filter, der halt eher zum Textlesen da ist, damit die Augen nicht ermüden und arbeiten am Monitor etc., der einfach das Blaulicht rausfiltert. Dann haben wir hier die Helligkeit. Wie ihr seht, habe ich die Helligkeit gerade auf 0, weil der Monitor ziemlich hell wird und ich es ein wenig bevorzuge, ein bisschen dunkleres Bild zu haben, weil es auch irgendwie angenehmer für die Augen ist. Ich spiele auch generell immer mit bisschen Licht im Zimmer, Lampen im Zimmer, weil das eben auch die Augen schont. Kontrast 50. Ich bin jetzt hier im falschen Modus. Ich gehe mal hier in den FPS-Modus, denn im FPS-Modus kann man auch alle Einstellungen mit der Farbsättigung auswählen. Das heißt, es ist in CS relativ beliebt, die Farbsättigung hochzustellen, um nochmal vielleicht einen besseren Kontrast zu den Gegnern zu bekommen, um die schneller zu erkennen. Ich stelle die jetzt mal wieder kurz auf 50. Und hier haben wir die Farbtemperatur. Die kann zwischen normal, warm, kalt gewählt werden und natürlich der User-Mode, wo RGB einzeln eingestellt werden können oder der Monitor kalibriert werden kann. Die Gamma-Einstellung ist dafür da, um die Helligkeit quasi ein bisschen anzupassen. Auf 1,8 wird das, werden die Schatten in dem Spiel einfach aufgehellt, wie man sehen kann. Kann man zwischen drei Werten einstellen. Nur eben muss man dazu erwähnen, dass der Kontrast etwas bisschen drunter leidet. Hier haben wir die Overdrive-Funktion und hier kann ich euch auch direkt mal zeigen, was passiert, wenn man auf Extrem einstellt. Während der Bewegung werden die Texturen hier auf der Kiste jetzt zum Beispiel total komisch scharf und es sieht sehr merkwürdig aus und stört eigentlich mehr nur, als dass es hilft. Ich gehe mal hier an das B, vielleicht sieht man das auf der Kamera. Hier machen wir auf Off und hier auf Normal. Das wird man jetzt auf der Kamera nicht erkennen, weil das mit 4K und 30 FPS gedreht wurde. Aber Normal ist auf jeden Fall die Einstellung, die ihr wählen solltet. Ist die beste Einstellung. Könnt ihr auch nochmal auf limbscape.de bei den UFO-Testbildern ansehen. Da sind nochmal einzelne Fotos dazu. Dann gibt es hier die adaptive Kontrastverstärkung. Wenn ihr die einschaltet, hier könnt ihr auch noch die Stärke und das Limit einstellen. Machen wir das Limit mal voll hoch. Und das dient dazu, dass sich der Kontrast automatisch je nach Bildinhalt anpasst. Das heißt, wenn wir jetzt hier drin sind, sieht man, dass Cutters ziemlich aufgehellt werden. Wenn ich das ausschalte, wird es dunkler. Das heißt, dunkle Bereiche werden ein bisschen dunkler und helle Bereiche werden heller, so dass der Kontrast einfach die Wahrnehmung des Kontrastes nochmal erhöht wird. Wenn wir jetzt hier mit der adaptiven Kontrastregelung rausgehen, rennen wir mal runter kurz, zack, zack, und stellen die hier an, dann sieht man eben, dass der Kontrast sehr, sehr stark angehoben wird. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein Model langläuft, dann ist er dunkler und in Anführungszeichen besser wahrnehmbar als ohne adaptive Kontrastregelung. Ich finde eher, dass es stört, weil sich das Bild ganze Zeit von der Helligkeit verändert und man sieht hier zum Beispiel, kann man sehr gut erkennen und das stört eigentlich mehr, als dass es hilft. Wenn man hier jetzt ein bisschen an den Einstellungen rumfuchtelt, dann kann man das natürlich noch ein bisschen verbessern, aber ich würde sagen, die Funktion ist jetzt kein Highlight. Bei dem Dark Boost ist es so, dass es einfach ein Black Equalizer ist. Das heißt, ihr habt hier drei Stufen, die ihr einstellen könnt und damit werden eben auch die Schwarzwerte angehoben. Das heißt, dunkle Spielinhalte werden aufgehellt, damit die Gegner besser in dunklen Spielinhalten erkannt werden können. So, was es hier noch gibt, das ist einmal die Light in Motion, das ist vom Standfuß die Beleuchtung. Kann man ausstellen und eben in drei Stufen heller regeln. Ja, das war es auf jeden Fall erstmal zu den Einstellungen. So, hier hatte ich noch vergessen eine Sache zu erwähnen, und zwar einmal dieses Game Plus Menü, wo das Crosshair ausgewählt werden kann, aber ehrlich gesagt ist das glaube ich, was die wenigsten nutzen. Dann gibt es hier noch einen Timer, den man einstellen kann zwischen 30 und 90 Minuten, der dann links oben in der Ecke angezeigt wird.
Und man hat hier noch den FPS-Counter, der anzeigt, wie viel FPS man gerade erreicht, beziehungsweise am Monitor angezeigt werden. Und zu guter Letzt gibt es noch das Display-Menü, um mehrere Monitore, wenn man mehrere Monitore miteinander anschließen möchte, zum Beispiel Triple-Monitore im Setup, dann kann man sich an den Hilfslinien hier orientieren, damit das gerade ausgerichtet ist. Ja, das war's dann erstmal. So, um euch mal die Helligkeit zu demonstrieren, mache ich jetzt mal das Licht aus und zeige euch, dass der Asus auf der rechten Seite die Helligkeit von 100 hat und Kontrast von 50. Und links bei dem PG258Q mache ich jetzt mal die ULMB-Funktion an und jetzt ist er erstmal dunkler. Jetzt tun wir die ULMB-Funktion hier erstmal heller stellen. Und jetzt sollte der Monitor ungefähr gleich hell sein, hat jetzt einen anderen Farbstich. Und hier können wir jetzt nochmal die Helligkeit in der ULMB-Funktion anpassen und nochmal voll aufdrehen. Und jetzt sollte es so sein, dass der linke Monitor mit 240 Hz nochmal deutlich heller ist als der Asus mit 144 Hz während der ULMB-Funktion. Und das ist halt eben das, was die ULMB-Funktion bei dem Monitor so besonders macht. So, jetzt noch die weiteren Einzelheiten zum Monitor. Das sind einmal die Anschlüsse und da hat der Monitor einmal einen HDMI-Anschluss, falls man zum Beispiel auch eine Konsole anschließen möchte oder sowas. Ein DisplayPort 1.2 Eingang, zweimal USB 3.0 und Kopfhörer könnt ihr anschließen, der den Ton durchschleift. Außerdem kann man die Anschlüsse hinten, legt Asus eine Verkleidung mit bei, womit man die Anschlüsse verdecken kann. Besteht auch aus Kunststoff, aber macht eigentlich einen guten Job. Und was ich auch noch vergessen hatte zu erwähnen, ist, der Standfuß hat auch noch ein Kabelmanagement, der die Kabel einfach hinten gerade runter zum Monitor führt. Und zu der Standfußbeleuchtung legt Asus auch noch drei weitere blanke Plaketten ein, die man bemalen kann oder zum Beispiel was ausdrucken kann, ausschneiden kann, reinlegen kann. Und dann habt ihr zum Beispiel euer Nick oder ein Clan-Logo, was weiß ich. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen kreativ sein. Zu der Ausleuchtung blende ich euch jetzt Fotos ein. Da habe ich einmal die Ausleuchtung mit Helligkeit 0. Ich verwende jetzt auch Helligkeit 0 gerade und eigentlich schon die ganze Zeit bei dem Monitor. Aber man muss sagen, dass ich auch generell die Monitore etwas dunkler habe. Einfach weil ich das... keine Ahnung, das finde ich irgendwie angenehmer für die Augen. Dann einmal die Helligkeit mit auf 50% und einmal die Helligkeit auf 100%. Und dann sieht man eben halt, dass der Schwarzwert auch dementsprechend schlechter wird. Die Ausleuchtung von dem Monitor ist ganz in Ordnung für den TN-Panel. Die Blickwinkel vom TN-Panel stören mehr als die Ausleuchtungsdefizite an sich. Backlight Beat hat man fast keinen. Könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber dadurch, dass der Monitor so dünne Rahmen hat, ist das eigentlich noch sehr in Ordnung. So, jetzt noch zu den Blickwinkeln. Dafür nehme ich nochmal die Kamera runter. Das könnte jetzt ein bisschen wackeln. Dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen nach rechts. Das ist halt TN-typisch. Da wird das Bild ein bisschen milchig und gelb. Von unten haben wir das Problem, dass der Monitor oben abdunkelt. Ganz klar. Und wenn wir von oben drauf gucken, dann wird das Bild komplett aufgehellt. So, und jetzt kommen wir noch zum Fazit. So, hier nochmal eben die Höhenverstellung vom Monitor. Man kann ihn ganz einfach in der Höhe verstellen. Man kann ihn rechts und links schwenken, ist auch gar kein Problem. Das Gute an dem Standfuß ist auch wie beim 928Q, er ist sehr stabil. Man kann ihn neigen nach oben und unten. Und zu guter Letzt auch noch die Pivot-Funktion. So, das Fazit von dem Video sieht folgendermaßen aus. Und zwar, der Monitor wird für die wenigsten Leute wahrscheinlich interessant sein. Höchstens für die Leute, die eben den Profisport ernst nehmen oder in Ligen spielen. Oder eventuell halt auch Leute, die noch keinen 144 Hz Monitor haben und direkt ein...
Monitor mit einer hohen Herzzahl haben möchten und direkt mit G-Sync und verbesserter ULMD-Funktion. Man kann sich natürlich jetzt streiten darüber, 11 Millisekunden etc. Könnte jetzt auch so ein Shitstorm, so ein Geflame losgehen. Aber man sollte eben halt beachten, dass der Monitor für eine bestimmte Zielgruppe ist. Und meiner Ansicht nach ist es ein bisschen mehr Marketing, wo versucht wird, eben den Kunden ein bisschen zu locken. Aber ich denke, der normale Gelegenheitsspieler sollte Wert auf einen anderen Monitor legen, Blick auf einen anderen Monitor werfen mit mittlerweile IPS oder VA-Panel. Und ja, ich bedanke mich erstmal für folgende weitere Videos. Würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert und besucht gerne limbscave.de. Die Seite ist jetzt online. Ich muss die auch noch mit Content füllen. Sind jetzt 4 Reviews oben. Ich möchte versuchen, die Woche, wenn es klappt, eventuell nächste Woche, weil es doch immer mehr Arbeit ist, als man selber denkt, in der Vorbereitung, Mäuse zu lackieren, Mausmodding und eine Showcase für Mäuse hochladen. Da habe ich mir was ganz Cooles überlegt mit Bilderrahmen, mit Anleitung, wie man sich das baut. Das wird auf jeden Fall cool aussehen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Bei Fragen kommentiert einfach gerne. Und ich blende hier nochmal das Fazit zum Schluss ein, was ich auf limbscave.de auch habe. Und würde sagen, macht's gut. Vielen Dank. Honor resides in one's actions. You dare to lecture me about honor? You are not worthy to stay his name! You go, waga teki wo kurau! Yuji!